Was geht, Leute? Des dezenten Muskelaufbaus. Und zwar, kleiner Tipp beim Kreuzheben allgemein, ne? Habe ich von Johannes, einem der besten YouTuber überhaupt in Deutschland, was Krafttraining angeht. Und zwar das Problem beim Kreuzheben, kennt ihr ja alle, dass irgendwann die Hand aufgeht, ne? Der Unterarm ist irgendwann zu schwach. Dann hat man irgendwann nur noch die Handstange so, ne? Und dann machen jetzt viele diesen Kreuzgriff so, ne? Aber da muss man auf ein paar Sachen achten, wenn man diesen Kreuzgriff macht. Auf zwei Dinge, die ich euch heute jetzt sagen will. Ja? Erstens, was häufig passiert beim Kreuzgriff, seht man, und das habe ich auch am Anfang falsch gemacht, ist, dass die Seite, die im Untergriff greift, da musst du besonders darauf achten, dass der Arm gestreckt ist. Ja? Das heißt, ich zeige es mal kurz. Ja? Untergriff. Arm gestreckt. So. Ja? Was ich auch eine lange Zeit gemacht habe, ist, dass ich den Arm immer so gebeugt habe. Ja? Macht es nicht, weil besonders bei schwerem Gewicht ist es dann eine extreme Belastung auf der Bizepssehne. Und wir wollen nicht, dass auf einmal das Ding hier oben ist. Ne? Deswegen immer darauf achten, dass er gestreckt ist und wohl auch darauf achten müsst. Deswegen mache ich den Kreuzgriff jetzt fast nie. Ich mache fast immer nur so. Ja? Auch wenn ich dann weniger Gewicht heben kann. Weil was sofort immer passiert, ja? Guck mal, so habe ich die Schulter vorne und kann perfekt gerade ausheben. Ne? Sobald ich aber das so mache, habe ich automatisch auch eine leichte Drehung hier im Oberkörper. Ja. Das heißt, die Gefahr besteht dann, dass ich mich so leicht wegdrehe. Das heißt, da müsst ihr dann wirklich darauf achten, dass ihr vorne in den Spiegel guckt, Schultern zurückzieht und gerade bleibt. Dann könnt ihr ruhig den Reversgriff machen, aber ich empfehle euch, die Unterarmkraft zu stärken. Ja. Zum Beispiel mit Farmer's Walk. Ne. Also zwei Stangen so nehmen und laufen oder Klimmzüge machen. Muss allerdings dann ein stabiles Handtuch sein. Nehmt euch ein richtig gutes Handtuch, das hier ist zu klein. Und dreht es so, wie so ein Raccoon Tail. Ja. Und dann hängt ihr das oben über die Klimmzugstange rüber und macht wie bei Rocky 3, der vom A-Team da, macht die Klimmzüge so an diesem Ding. Und dann müsst ihr nämlich im Unterarm richtig viel mehr arbeiten, weil ihr so halt ziehen müsst. Das war's für dieses Video. Auf jeden Fall zwei Punkte, die man beim Kreuzgriff beachten sollte. Abonnier den YouTube-Kanal von Zero to Hero, wenn du mehr Muskelaufbau-Videos sehen willst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.